Ich glaube an Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen hat wie ein Ding, das immer so bleiben muss. Der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, die unabänderlich gelten. Nicht nach natürlichen Ordnungen von Armen und Reichen, Herrschenden und Ausgelieferten. Ich glaube an Gott, der den Widerspruch des Lebendigen will und die Veränderung aller Zustände. Ich glaube. Ich glaube an Jesus Christus, der Recht hatte, als er an der Veränderung aller Zustände arbeitete und darüber zugrunde ging. An ihm messend erkenne ich, wie unsere Intelligenz verkrüppelt, unsere Fantasie erstickt, unsere Anstrengung vertan ist, weil wir nicht leben, wie er lebte. Jeden Tag habe ich Angst, dass er umsonst gestorben ist, weil wir ihn in unseren Kirchen verscharrten, weil wir seine Revolution verraten haben in Gehorsam und Angst vor den Behörden. Ich glaube an ihn. Ich glaube an den Geist, der mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist.
Ich glaube an die Gemeinschaft aller Völker und unsere Verantwortung für das, was aus unserer Erde wird. Ich glaube. Nun darf ich Sie auch ganz offiziell willkommen heißen zum fröhlichen Abschluss unseres Auftaktes für das Reformationsjahr nach einem fröhlichen, inhaltsreichen Tag mit vielen Begegnungen und Informationen und Tönen und Singen und Zuhören. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gerade so geht. Fühlen Sie sich jetzt gerade so quer? Und wären Sie vielleicht jetzt nicht hier? Oder fühlen Sie sich frei? Oder ganz erneuert? Glaube ist mir geblieben, Gott sei Dank. Denken mag ich heute nicht mehr groß. Und handeln beim Zubettgehen dann mit den Zähnen und so. Aber es war ein großer Reichtum und ich danke allen, die das mit vorbereitet haben. Und ich bin unglaublich dankbar für die vielen aus ganz anderen Konfessionen, die mit uns gefeiert haben und mit uns dabei waren. Ich denke, das hat auch einen Applaus verdient, all das, was in der Stadt jetzt heute schon war. Und ich glaube, unser Wissen bleibt ja, wir sind nach wie vor keine Vadianer oder Vadianerinnen, auch wenn wir dieses würzige Bier trinken. Und wir sind auch keine Zwinglianer und Gott bewahre, keine Lutheraner. Oder um mit Paulus zu sprechen, wir gehören nicht zu Paulus und wir gehören nicht zu Apollo, wir gehören zu dem einen Jesus Christus, nennen uns Christinnen und Christen und egal ob reformiert oder katholisch oder freikirchlich oder orthodox oder allenfalls auch free-floating, gehören wir zu Christus und glauben an Gott Vater, Gott Sohn, Gott die Heilige Geistkraft, so wie das Credo von Dorothee Sölle, das uns nahegebracht hat, vertont von der Michael Neff Gruppe und gespielt oder in einer ganz anderen Art und Weise. Und Gott, die Heilige Geistkraft, die uns bewegt und Neues erschaffen und Altes reformieren lässt in diesen Tagen, überall auf der Welt, in unserem Land, auch in unserem Kanton, in unseren Kirchen, in unserem Leben, darauf vertrauen wir, dass die Impulse kommen, dass wir sie wahrnehmen und dass es hilfvolle Impulse sind für uns selber und für die, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen an so vielen Orten. Schön, wir sind dreiviertel Stunden jetzt zusammen. Wir haben noch ein paar Dinge wahrzunehmen und wir haben uns zu freuen. Ich gebe unserem Künstler weiter, Hans Thomann. So, ich muss mir zuerst einmal eine laute Stimme verschaffen. Was Sie in meinem Hintergrund sehen, da oben, das ist das Neue und das Alte Testament. Es hat mich interessiert, dass Sie das Alte und das Neue Testament in der Übersicht zu sehen. Wir kennen alle die Bibel, das ist eine der neuesten Übersetzungen, die wir kennen. Die Neue Zürcher Bibel, diejenige, die vierte revidierte Form, kam 2012 heraus. Aus diesem Buch heraus habe ich das Alte und das Neue Testament herausgeschnitten und es hier auf diese große Fläche aufgeklebt.
Ich kann Ihnen sagen, es war eine unglaubliche Arbeit. Und sie steckt mir tatsächlich noch in den Knochen. Was sehr, sehr schön zu sehen ist, ist die Rhythmisierung. Schauen Sie sich die einzelnen Bücher einmal an. Kommen Sie danach, nach dem Gottesdienst, auch mal nach vorne und schauen Sie sich an, wie sich das gestaltet, wie das optische Bild sich gestaltet. Ich darf Ihnen noch ein paar Zahlen nennen. Ich habe mich schon lange mit der Zürcher Bibel auseinandergesetzt. Diese neue, ganz, ganz neue, noch ungelesene, ich habe sie gestern gekauft, wiegt 1 Kilo und 3 Gramm. Wenn ich alle Zahlen zähle hier drin, dann sind es 1182 Zahlen. Was meinen Sie, wie viele Buchstaben hier drin sind? Ohne Interpunktion, ohne Punkt und Komma, Ausrufezeichen, Fragezeichen und so weiter. Nur der reine Inhalt. Es sind 3.402.248 Buchstaben, die die Bibel ausmachen, die die Zürcher, Neue Zürcher Bibel ausmachen. Der meistverwendete Buchstaben im Deutschen ist das E. Er kommt sage und schreibe 571.347 Mal vor. Der Buchstabe, der am wenigsten gebraucht wird, ist das X. Er kommt 144 Mal in diesem Buch vor. Würde man alle Zeilen, die Sie hier sehen, aneinanderreihen, und ich hoffe nicht, dass ich es einmal tun werde, weil es ist, muss auch eine unglaubliche Arbeit dann sein, ergibt eine Strecke von 5,103372 Kilometer. So weit kommt man physisch mit diesem Buch. Eine Seite ist 20 cm hoch und 12,5 cm in der Breite. Das ergibt 250 Quadratzentimeter. Das Alte Testament hat 1336 Seiten. Hier oben sichtbar, ganz links die Bahn, Altes Testament, die Bahn in der Mitte, Altes Testament, und ganz oben die obersten 8 Reihen, auch Altes Testament, und danach das Neue Testament unten. Also Altes Testament sind es 1336 Seiten, Neues Testament sind es 430 Seiten. Diese 430 Seiten ergeben eine Fläche von 10,75 Quadratmetern. Es hat eine Seitenlänge von 6,6 Metern, ergibt eine ganze Fläche von 44,15 Meter. Durchschnittliche Wohnfläche pro Person in der Schweiz sind 45 Quadratmeter. Wir sind jeder für sich ist hinter dieser Bibel zu Hause. Aber er muss aus dem Haus, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Manchmal mitten am Tage nur das Gewohnte, die Weckuhren, ihre Leuchtzeiger und dennoch ein Haus aus Licht. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns.
keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus und dennoch leicht und dennoch unverwundbar geordnet, in geheimnisvoller Ordnung vorweggenommen, ein Haus aus Licht. Manchmal. Mitten am Tage. Nur das Gewohnte. Die Weckuhren. Ihre Leuchtzeiger. Und dennoch ein Haus aus Licht. Und nun zu einer Improvisation der leisen Töne. Wir konnten es nicht proben. Es wird also eine Überraschung sein für alle, auch diejenigen, die ihr Glockengeläut von zu Hause mitgenommen haben. Wir haben gebeten, die Delegierten im ganzen Kanton ihre Kirche aufzunehmen, das 11 Uhr Geläut aufzunehmen und heute mit in die Kirche zu nehmen. Mitzubringen, aufzunehmen mit dem Handy und mit dem Handy auch abzuspielen. Das heißt, wir müssen die Ohren öffnen und ganz genau hinhören, ob die eine Glocke vielleicht in der Nähe des Zürichsees war oder Walensee war oder Rintal war oder Wittenbach ist, wie auch immer, wir werden es sehen. Darf ich die Delegierten mit dem Glockengeläut, das Sie auf dem Handy haben, auffordern, aufzustehen, damit wir Sie sehen können. Ja, ist ja wunderbar, ist ja wunderbar, ist ja erfreulich. Ich hatte schon Angst, es kämen zu wenige. Aber das sind versammelte Glocken, die Sie hier jetzt in Form dieser Delegierten sehen. Wunderbar, danke.
ein Buchstabenteppich, ein Klangteppich und ich spreche über die Werte. Die Werte, sie sind der Boden unter unseren Füßen. Die Werte, für die die Reformatoren die Grundsteine gelegt hatten, sind bis heute aktuell. Das ist sich auch die Politik bewusst. Als Mitglied des Patronatskomitees und Vertreter der St. Galler Regierung bekleide ich hier außerhalb des Festgottesdienstes eine Nebenrolle. Aber es freut mich, an die Unentwegten des heutigen schönen Tages einige Worte zu richten. Obwohl es nach der Reformation Jahrhunderte dauerte, bis Menschenrechte inklusive Religionsfreiheit sich realisiert hatten, war die Reformation wichtiger Ausgangspunkt dafür. Die Reformation gab Impulse für mehr Freiheit in der Gesellschaft und hatte einen Anteil an der Entwicklung der modernen Demokratie. Zu Zeiten der Reformation war die Wahlfreiheit beschränkter als heute. Dass jedoch von Vertretern der Macht die herrschenden Verhältnisse in Frage gestellt wurden, führte zu Veränderungen. Wir tun dies bis heute, auch im Kanton St. Gallen. Wir fragen uns, vielleicht nicht aus einer theologischen, sicher aber aus einer gesellschaftlichen Perspektive, wie wir das Zusammenleben in Vielfalt gleichberechtigter gestalten könnten. Mit Religionsvertreterinnen und Vertretern pflegen wir den Austausch der Religionsgrenzen über die Religionsgrenzen hinaus. Insbesondere erwähne ich dazu die Konferenz zu Fragen von Religion und Staat, die IDA-Woche, seit 2005 alle zwei Jahre eine Dialog- und Aktionswoche. Die St. Galler Erklärung ist ihr Herzstück. Das Reformationsjahr schafft Möglichkeiten, durch den Blick in die Geschichte die Gegenwart besser zu verstehen. Eine wichtige Voraussetzung, die das gemeinsame Gespräch, den Dialog überhaupt ermöglicht. Das ist, die eigene Geschichte und die eigene Tradition vertieft zu kennen. Ich meine, dass das Reformationsjubiläum die Gelegenheit bietet, dazu auffordert, geradezu sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Die Reformatoren kritisierten den Zustand der Kirche und die Auslegung der christlichen Botschaft ihrer Zeit. Die christliche Reformation war eine Rückbesinnung auf die Bibel. Man las die Quellen der christlichen Botschaft und entdeckte, dass es um Liebe, Vergebung und Gerechtigkeit geht, nicht um Macht, Unterdrückung und religiöse Angstmacherei. Vielleicht tut auch uns Politikern die Rückbesinnung auf die Anliegen unserer Vorväter und Mütter für eine gleichberechtigtere Gesellschaft manchmal gut. Den Blick zu öffnen und aktuelle Herausforderungen in einem größeren Zusammenhang zu sehen, kann durch die Besinnung auf das Wesentliche unser Alltagshandeln fokussieren. Es gilt, den Pluralismus von Weltanschauungen zu schützen, um anderen Menschen Glaubensfreiheit zuzustehen. Dazu braucht es ein internalisiertes Bekenntnis zur Toleranz. So wie sich Reformierte und Katholiken schon immer gegenseitig beeinflusst haben und seit etwas mehr als 100 Jahren die Ökumene als wichtiges Gut pflegen, braucht es diese Offenheit im Geiste auch gegenüber anderen Glaubensrichtungen und Weltanschauungen. Im Fordern und Einfordern einer aktiven Toleranz stehen die Landeskirchen als wichtige, machtvolle Institutionen in der Verantwortung. Menschenfreundlichkeit und tolerantes Miteinander sind heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Landeskirchen verfügen gerade auch durch praktizierte Ökumene über wertvolle Erfahrungen und Instrumente. Diese ermöglichen es, dass die Kirchen sich für die tolerante Öffnung gegenüber nicht-christlichen, in der Schweiz heimischen Glaubensrichtungen und Weltanschauungen stark machen. Hier gilt es für die Landeskirchen ebenso wie für die anderen moderaten Kräfte, die den modernen demokratischen Rechtsstaat stützen, sich entschieden gegen intolerante, diskriminierende und menschenverachtende Stimmungen zu stellen.
In diesem Sinne wünsche ich uns ein Reformationsjahr, das genutzt wird, über gleichberechtigteres Zusammenleben ins Gespräch zu kommen. Ein Jahr, das durch ein tiefes Verständnis unserer Geschichte motiviert, uns aktiv für die freiheitlichen Errungenschaften unserer modernen Demokratie einzusetzen. Und ein Jahr, das den toleranten und menschenfreundlichen Stimmen eine breite Basis verleiht. Mögen die bevorstehenden über 100 Veranstaltungen in den Kirchgemeinden und im ganzen Kanton uns im oben genannten Sinn und mit Huldrych Zwingli dazu bringen, um Gottes Willen etwas Tapferes zu tun. Das wünsche ich Ihnen und ich danke für Ihr Mitwirken. Wenn ein jeder eine Blume pflanzte, jeder Mensch auf dieser Welt, und anstatt zu schießen tanzte und mit Lächeln zahlte statt mit Geld, wenn ein jeder einen anderen wärmte, keiner mehr von seiner Stärke schwärmte, keiner mehr den anderen schlüge, keiner sich verstrickt in Lüge, wenn die Alten wie die Kinder würden, sie sich teilten ihre Bürden, wenn dieses Wenn sich leben ließ, wär's noch lang kein Paradies, bloß. Bloß die Menschzeit hätt angefangen, die in Streit und Krieg beinahe ist vergangen. Thank you.
Hier steht sie nun, unsere Reformierbar. Startklar, getestet auf Langstrecken zwischen St. Gallen und Rapperswil. Sie erreicht jeden Winkel unseres Kantons. Die Reformierbar trägt die Botschaft unseres Reformationsjubiläums auf dem Laderaum. Frei handeln, quer denken. Und es ist eine Bar. Und was wäre eine Bar ohne Musik? Ohne Musik der Michael Neff Group. Die kann man abspielen auf dem CD-Player und dabei ins Gespräch kommen über das, was sie bewegt, privat, öffentlich. Streiten sie sich nur auch über die Texte, die sie heute gehört haben. Das soll so sein, denn so wollen wir unterwegs sein im Reformationsjubiläum. Quer und neu, und das braucht Reibung. Jetzt, ich weiß gar nicht, unser erster Pilot steht hier. Sind denn da noch Termine frei für die Gemeinden? Aber klar doch, da steht sie, unsere Reformierbar. Ich möchte Ihnen einiges zur Geschichte erzählen, wie das Fahrzeug entstanden ist. Glauben Sie mir, jedes Auto zu kaufen ist bedeutend einfacher und zu bestücken als so ein Objekt. Die Idee ist entstanden zwischen uns beiden und noch einigen mehr an einer ersten Zusammenkunft. Da habe ich gesagt, ich war da mal in Wildhaus, da gab es einen Pfarrer, der hatte dort an der Skipiste bei den Kindern einen Wohnwagen aufgestellt mit einer Bar. Ich brachte meine Kinder in den Skiunterricht und wo war ich? An der Bar. Und das haben wir dann weiter und weiter verfolgt. Wir wurden immer auch wieder eingeholt von gewissen Sachen, die wir nicht wussten. Beispielsweise so ein Piaggio Ape konnte man nur noch neu einführen bis Ende letztes Jahr. Also mussten wir Gas geben, dass wir überhaupt noch einen bekamen. Das ist uns dann gelungen und zu Weihnachten war das unser Geschenk. Oder man kann auch sagen, wie wir es im Perlehaus sagen, unser Baby. So ein Kind, das wissen wir, die Schwangerschaft geht etwa 9 Monate und etwa so lange ging es auch bei uns, bis wir das Fahrzeug dann so hatten, wie es jetzt da hier vor Ihnen steht. Zuerst kam er in die Garage, musste gespritzt werden, umgespritzt werden, dann ging es ans Planen, ans Zeichnen. Sie haben es vielleicht heute Morgen gesehen, was alles drin ist. Also es hat eine Musikanlage, also man kann die CDs von heute problemlos abspielen. Es hat einen Grill, es hat, hat Platten und vor allem hat es natürlich auch Kühlschränke. Wir haben gesehen, wir haben ja überall im Kanton verteilt verschiedene Biers. Das geht alles. Das Fahrzeug kann man bei uns mieten, nur das Fahrzeug mich nicht. Dann wird das mit einem Chauffeur von A nach B gefahren. Dann haben Sie das bei Ihnen in der Gemeinde, können das genießen, können ein schönes Fest machen. Es wird abgeholt und dann kommt es zurück nach St. Gallen. Und das Ganze ist für die Kirchgemeinden gratis. Ich hoffe, Sie nehmen das in Anspruch. Sie brauchen das Fahrzeug, sodass es doch einige Kilometer machen kann und wir dann bald einmal den ersten Service bei 1000 Kilometer starten können. Herzlichen Dank und viel Spaß. Nun, die Sache hat noch einen kleinen Haken. Die hängt mit unserem Kanton zusammen. Die Reformierbar ist ausgelegt dafür, dass sie immer den kürzesten Weg nimmt. Und der kürzeste Weg führt ab und zu auch über das Appenzellerland. Und heute ist es einfacher. Früher wäre man vielleicht mit Gülle bespritzt worden, aber ich freue mich ganz herzlich, dass
der Kirchenratspräsident Conny Bruderer von der Appenzell, den Landeskirchen bei der Appenzell da ist. Und ich weiß nicht, Conny, dürften wir da auch mal am Landsgemeindeplatz in Trogen Station machen, wenn wir nach Altstetten fahren? Ja, also wir Appenzeller haben ja unser Reformationsjubiläum zwar heute Morgen beendet, wir sind der Zeit manchmal ein bisschen voraus. Wir haben ja auch eine lange Tradition im Querhandeln und Freidenken. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Trogen Station macht und uns daran erinnern würdet oder werdet, dass die Reformation eine Bewegung ist und sein will, die nicht mit einem Jubiläum endet, sondern weitergehen will. Und weil ich, Sie haben es gemerkt, ja aus dem Appenzellerland heute auch noch den Winter mitgebracht habe, bringe ich Ihnen auch noch ein paar Suppen mit. Reformationssuppen für die Reformierbar. Dann können wir dann auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen die zusammen kochen und essen und sie so im eigentlichen Sinn des Wortes uns einverleiben, die reformatorischen Grundsätze. Und dann denke ich, muss es ja nicht unbedingt nur bei der Suppe bleiben, denn dieses Gefährt da, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt ja Reformbierbar. Ja, liebe Festgemeinde, oder soll ich sagen, liebe Restgemeinde, schön, dass Sie noch da sind und schön, dass Sie mit uns überlegen, wie dieses Jubiläum weitergeht. Es ist heute nicht zu Ende. Frau Agnes, die von der Empore heruntergekommen ist, jetzt weiß ich wenigstens, wo der Himmel ist, nämlich in der Empore von der Kirche Laurenzen. Frau Agnes hat mich gefragt, wie denn das Reformationsjubiläum nun weitergeht. Und ich bin froh und auch ein bisschen stolz, dass es jetzt bei euch in den Kirchgemeinden weitergeht. Es ist eben heute nicht zu Ende. Ich teile die Einschätzung von Hans-Rudi Felix, ich bin dankbar. Und wir haben heute viel erlebt, viel Eindrückliches ist auch geschenkt worden. Ihr wisst, wie das ist, wenn man Sachen vorbereitet, das ist das eine. Wie sie sich entwickeln und was für eine Stimmung da ist, ein Kairos, ein Heiliger Geist, das kann man nicht immer planen. Und das nehmen wir jetzt mit zu euch in die Gemeinden. Und es sind inzwischen nicht nur über 100, sondern über 150 Veranstaltungen in allen Kirchgemeinden, entweder abgedruckt hier in unserem Festführer oder auf der Homepage. Es hat ja hier irgendwann eine Deadline gegeben, ein Redaktionsschluss, und jetzt kommen natürlich immer noch andere Veranstaltungen dazu. Und das macht mich wirklich zutiefst dankbar, dass ihr als Kirchgemeinden gesagt habt, wir nehmen diesen Ball auf. Gehen Sie ins Reformationsjubiläum. Also wir nehmen das mit und feiern in den Kirchgemeinden, weil Reformation war zutiefst eine Gemeindebewegung und nicht einfach ein großes Fest hier in St. Gallen und das war's dann. Und natürlich, lieber Conny, ihr seid für einmal uns eine Nasenlänge voraus. Aber wir haben bewusst entschieden. Wir haben gesagt, wir nehmen alle die Feierlichkeiten, die jetzt stattgefunden haben, als Ouvertüre. Als Ouvertüre für unser Jubiläumsjahr. Das hat ein wenig praktische Gründe. Wir haben natürlich gesagt, jetzt wird in Deutschland das Lutherjahr gefeiert. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund feiert dieses Jahr, ihr feiert. Und ein wenig hat es auch historische Überlegungen. Vadian ist das erste Mal 1518 nach St. Gallen gekommen. Und all diese Überlegungen haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, prima, dann feiern wir vom November 2017 bis November 2018.
Dieses soll uns begleiten und insofern freue ich mich, dass wir vielleicht auch über diese Feierlichkeiten ein Stück Selbstbewusstsein, Selbstverständlichkeit und auch Selbstverantwortung mitnehmen. Goethe hat einmal gesagt, es gibt zwei Dinge, die man Kindern mitgeben soll: Wurzeln und Flügel. Und genau diese zwei Dinge, die feiern wir jetzt an der Reformation. Wurzeln, nämlich das, wo wir herkommen, ohne Herkunft keine Zukunft, und das, wo wir hinwollen, was uns als Kirche ausmacht. Und insofern freue ich mich, dass es uns vielleicht auch gelingt, ein Stück Selbstbewusstsein als Reformierte mitzunehmen. Wir tragen stolzer als auch schon. Ich hätte nie gedacht, dass sich dieses R so durchsetzt oder dass wir, gell Conny, du hast auch eins, dein Appenzeller R. Dani hat es, ich habe es. Also das hat sich so schnell durchgesetzt, dass ich mich doch überrascht habe, dass es mich überrascht hat, wie wir das mit einem gewissen Selbstbewusstsein tragen. Und auch mit dem Slogan, wir haben uns mit diesem Slogan versöhnt. Am Anfang haben wir alle so ein bisschen gedacht, naja, typisch reformiert, wir können uns mal wieder nicht entscheiden. Quer, neu, frei, handeln, denken, glauben. Aber wir machen genau das. Und das machen Sie in den Kirchgemeinden. Und wir nehmen diese Fragen mit für dieses Jahr. Und ich bin froh, dass Frau Agnes von mir keine Antwort haben wollte auf die Vision für die nächsten 500 Jahre. Es reichen die Visionen für die nächsten 9 Jahre. Wir haben in der Synode jetzt, steht zur Verabschiedung an, die St. Galler Kirche 2025. Wo wollen wir hin? Und genau das, das sind die Visionen für die nächsten Jahre. Und dann nehmen wir diese Fragen mit, so wie es auf diesem Flyer draufsteht, den ich Sie dann auch einlade, alle mitzunehmen. Wir sind selbstverständlich, müssen aber auch verständlich sein. Wir müssen selbstbewusst sein und selbst auch bewusst. Selbstverantwortlich, Verantwortung übernehmen für uns und für unsere Gesellschaft. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. Machen Sie sich auf den Weg, feiern Sie Reformation, und ich bin froh und dankbar über das, was alles auf uns zukommt, quer, neu und frei. Thank you.
Bevor wir jetzt noch mit dem Segen weitergehen, möchte ich ganz herzlich Danke sagen Ihnen allen fürs Mitfeiern, allen, die mitgestaltet und mitgetragen haben, die Feier. Und ich möchte Sie einladen, nach dieser Segensbitte zu dem beschwingten Klang von der Michael Neff Gruppe, dann hinter dem Reformationsmobil rauszugehen und das mitzunehmen, was Sie heute inspiriert hat an dieser Feierlichkeit und das mit weiterzutragen, was wir jetzt auch in diesen Grußbotschaften gehört haben. Der Segen, den ich rufen darf, ist auch so ein bisschen ein Symbol für die Reformation. Es ist ein Bettruf, ein erneuerter Bettruf, basierend auf der Tradition vom Alpsegen. Aber es ist eben kein Alpsegen, sondern es ist ein Werdenberger Talsegen. Und es freut mich ganz besonders, dass die Schöpferin von dem Werdenberger Talsegen, Elsbeth Mag-Lippuner aus Buchs, da ist und mir den Segen wie überlassen hat und auch die Volle oder den Bettrufrichter, den ich jetzt rufen darf. Und nachher, wie gesagt, dürfen wir beschwingten Schrittes dann hinter dem Reformationsjubiläum heimgehen oder rausgehen. Und dann wünsche ich alles Gute für den Heimweg. Bewahre uns vor Feuerrost und Blitzschlag. Ho, ho!